Willkommen zurück. Wir sind immer noch hier in der Kirche. Vater Frederik konnte uns nicht wirklich helfen. Und ja, heißt, wir müssen eigentlich dann in Willow Creek jemanden haben, der uns hier weiterhelfen kann. Und gehen wir systematisch durch. Hinten im Café? Nope. Dann der Emma-Laden? Nope. Eigentlich bleibt meines Erachtens nach, der spricht nicht mit uns. Eigentlich nur... Ja? Hallo Doktor, kann ich Sie kurz was fragen? Sie hat einen Patienten. Na klar, kommen Sie hoch. Was? Cool, das erste Mal in diesem Spiel. Was macht sie denn? Sie guckt ihr Perpetuum mobile an. Gut, dann Rolle... Ach so. Hier, guck dir das mal an, Doktorchen. Doktorchen? Okay, wir müssen sie ansprechen. Hi, Doc. Adrian, was kann ich für Sie tun? Ganz verblüfft, dass wir auf einmal in Ihrer Praxis stehen. Oh, wie kommst du denn hier hin? Ach. Sagen Sie mal, Doc, haben Sie sich das Museum hier mal angesehen? Um ehrlich zu sein, nein. Ich war nie drin. Und ich werde es auch niemals betreten. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Sie würde vermutlich ausflippen, wenn sie die Heinz-Hermann-Köpfe sehen würde. Dann wissen Sie vermutlich auch nichts über die schwarze Kugel. Tut mir leid, nein. Schauen Sie mal. Und, kennen Sie's? Was ist das? Irgendwelche Hieroglyphen. Kennen Sie sich mit sowas aus? Mit Hieroglyphen? Nein, aber ich glaube, ich habe ein Buch darüber. Einen Moment. Ah, die gute Doktorin. Na, wo ist es? Schick. Ja, ägyptische? Hier. Das hatte ich mir vor meinem Ägyptenurlaub gekauft. Aber ich habe es nie gelesen. Vielleicht können Sie damit etwas anfangen. Danke. Bye, Doc. Geben Sie auf sich acht, Adrian. Mache ich. Dankeschön. So, dann wollen wir mal. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Ich hab Zeit. Also, es gibt ein paar Zeichen, die finden sich in verschiedenen anderen Sprachen auch. Andere finde ich hier drin überhaupt nicht. Ich glaube fast, die Schrift aus der Höhle ist in diesem Buch nicht mit drin. Schade. Aber ein Versuch war es wert. Auf der letzten Seite steht noch was. Dr. Winterbottom, vielen Dank fürs Ausleihen. Die Lektüre war sehr erhellend. Herzlichst, Edward. Was? Der kleine Edward, der Eddie. Was hat der denn mit dem Buch gemacht? Gleich mal rüber zum Café. Eddie? Edward? Sir? Ganz allein heute? Denise ist krank. Aber sie war doch heute Morgen noch hier. Ja, sie wurde ganz plötzlich von einem Virus befallen. Ganz. Natürlich. Heißt der Virus zufällig Conrad Spooner? Ich glaube, er hat viele Namen. Auf jeden Fall macht er nicht nur arbeits-, sondern auch heiratsunfähig. Das tut mir leid für Sie, Edward. Immerhin ist es nicht ansteckend. Ah, irgendwie tut er mir schon leid. Als Sie das letzte Mal im Museum waren, haben Sie sich diese schwarze Kugel mal angesehen? Ja, offenbar war sie das einzige von Wert, denn sie ist gestohlen worden. Allerdings frage ich mich bis heute, was sie eigentlich darstellen sollte. Für eine Kristallkugel, wie man sie von Wahrsagern kennt, war sie zu dunkel. Was meinen Sie? Naja, eine Bowlingkugel wird es sicher nicht gewesen sein. Sie interessieren sich für antike Geschichte? In der Tat, Sir. Man könnte sagen, es ist ein Hobby von mir. Ah. Ich sammle seit Jahren antike Münzen verschiedenster Kulturen. Da muss man sich teilweise schon ein enormes Wissen anlesen. Hervorragend. Können Sie sich das hier mal ansehen und sagen, was das ist? Oh ja, diese Schrift habe ich irgendwo schon mal gesehen. Es ist eine Druidenschrift, sehr alt. Können Sie es lesen? Lesen wäre etwas übertrieben. Es ist mehr eine Art Bildergeschichte. Ich denke, es handelt sich um eine Beschreibung eines Begräbnisrituals. Ja, das könnte sein. Hier,
Der Tote scheint eine Art Geistlicher zu sein. Das erkennt man an dem gekrümmten Stab. Dieses Symbol wurde und wird häufig bei spirituellen Anführern verwendet. Und er hat eine schwarze Kugel in den Händen. Meinen Sie, das könnte so eine wie aus dem Museum sein? Oh, da könnten Sie sogar recht haben. Wenn das so ist, wundert es mich nicht mehr, dass sie gestohlen wurde. Sie wäre ein Vermögen wert. Wäre es möglich, dass es mehrere davon gibt? Nicht auszuschließen. Wenn es sich um eine Art Grabbeigabe für Priester handelt, bestünde die Möglichkeit, in einem alten Hügelgrab fündig zu werden. Hügelgrab? Was ist das? Sie erwähnten ein Hügelgrab. Gibt es hier so etwas? Oh ja, Sir. Hier in der Gegend soll es ein oder zwei geben. Zumindest wurden vor ein paar Jahren welche entdeckt. Es stand sogar in der Zeitung. Ah, jetzt erinnere ich mich auch, woher ich die Hieroglyphen kenne. In der Zeitung damals war ein Foto des Grabes zusammen mit dem Forscherteam. An den Felsen waren diese Hieroglyphen eingraviert. Ein Forscherteam? Mist, die haben das Grab bestimmt komplett ausgeräumt. Davon ist auszugehen, aber sie können... Ich kann was? Ja. Entschuldigen Sie meine Taktlosigkeit, Sir. Miss Valley, sie war damals an der Expedition beteiligt. Eine Gruppe Studenten der Archäologie haben hier in der Gegend nach heidnischen Hinterlassenschaften gesucht. Dabei haben sie zufällig ein Hügelgrab entdeckt. Es war eine kleine Sensation. Und wer war denn noch an dieser Expedition beteiligt? Niemand, den ich kenne. Bedauere, Sir. Trotzdem, danke, Edward. Sie haben mir sehr geholfen. Sir, hätten Sie noch kurz einen Augenblick Zeit? Was? Ja. Es ist mir etwas unangenehm, das so aufdringlich anzusprechen. Aber Dr. Winterbottom meinte, ich solle das tun. Haben Sie als Schlossherr jetzt nicht Personalbedarf? Was? Ich würde mich freuen, bei Ihnen arbeiten zu können, Sir. Und was wird aus dem Café, wenn Sie nicht mehr da sind? Oh, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Denis Vater hat bereits eine neue Geschäftsidee und ich glaube nicht, dass ich dafür der Richtige bin. Tatsächlich? Läuft das Café nicht gut? Was könnte hier in Willow Creek denn besser laufen? Ein Bestattungsinstitut. Natürlich. Das hätte ich mir auch denken können. Ja, von mir aus. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Butler gebrauchen kann. Handwerker oder eine Abrissfirma bräuchte ich dringender. Es ist genau die Aufgabe eines Butlers, sich um so etwas zu kümmern. Vielleicht haben Sie recht. Na gut. Am besten, Sie kommen morgen im Laufe des Tages auf dem Schloss vorbei. Dann können Sie es sich nochmal überlegen. Vielen Dank, Sir. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. Oh Gott, ist der nett. Als Butler hat er sich angeboten. Oh, wie geil. Es wird immer spannender, finde ich. Edward, das ist echt so ein... Also, wenn einer wirklich... Jetzt mal ganz ohne Quatsch. Wenn einer Bates, sage ich jetzt mal, nicht ersetzen, sondern vertreten kann im Schloss Blackmarrow, dann ist es er. Weil ich finde, er hat eine Herzlichkeit, er strahlt Wärme aus. Es ist einfach schön, irgendwie ihn bei sich zu haben. Ach, da ist er ja. Inspektor Spooner? Adrian, mein kleiner Lord. Was kann der Dorfbulle denn Nettes für dich tun? Wollen Sie sich einschleimen oder mich verarschen? Such's dir aus. Haben Sie Tom verhaftet? Er ist mir im Wald entwischt. Scheiße. Ich habe meine Fahndung rausgegeben. Ja, du wolltest mit mir hierhin und die Dings machen? Auch nicht schlecht. Diese schwarze Kugel, die damals aus dem Museum gestohlen wurde. Willst du sie zurückgeben? Das wäre natürlich fein. Also ist sie nicht wieder aufgetaucht? Nein. Sowas schon mal gesehen? Sowas ähnliches. In den Zellen an der Wand. Was? Sehr interessant. In der Umgebung hier soll es Hügelgräber geben. Wissen Sie zufällig, wo man die finden kann? Du hast doch gerade erst ein Schloss geerbt. Willst du schon wieder umziehen? Können Sie nicht einmal eine vernünftige Antwort geben? Bitte. Na, wenn dir das so viel bedeutet. Nein, ich weiß nicht, wo man hier Hügelgräber finden kann. Wären Sie unter Umständen bereit, mir eine klitzekleine Auskunft zu geben? Jetzt bin ich aber gespannt. Sie haben doch damals das Haus von Miss Valley durchsucht.
Sind Ihnen dort irgendwelche archäologischen Aufzeichnungen über den Weg gelaufen? Zack? Hm? Solltest du nicht längst auf Patrouille sein? Was ist denn jetzt los? Warum will er denn mit uns alleine sein? Weißt du, Adrian, ich habe das Gefühl, dass unsere, ich nenne es mal Beziehung, in letzter Zeit etwas festgefahren wirkt. Ständig kommst du mit neuen Wünschen an. Immer soll ich dir etwas geben. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir das ändern. Wollen Sie mich zu Dr. Winterbottom begleiten? Eine Paartherapie machen? Nette Idee. Aber mir schwebt da was anderes vor. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, neige ich manchmal dazu, etwas vorschnell zu urteilen. Das ist einer der Gründe, warum man mich hierher nach Willow Creek versetzt hat. Eigentlich hatte ich mir mein Leben als Inspektor anders vorgestellt. Verfolgungsjagden, Schießereien, Explosion. Du schaust mir in die Seele. Aber ohne einen nachweisbaren Erfolg werde ich dieses Nest so schnell nicht wieder verlassen. Und da sich bei dir die Bedingungen leider geändert haben... Was soll sich da geändert haben? Ich bin unschuldig wie eh und je. Aber jetzt bist du ein Lord, wie du letztens so treffend bemerkt hast. Und das ist im guten alten England ein Grund, die ganze Sache mit mehr Fingerspitzengefühl anzufassen. Oder anders gesagt, ein Irrtum in so einem Fall würde meiner Karriere überhaupt nicht gut tun. Hab ich das richtig verstanden? Sie haben die Hosen voll, weil ich jetzt ein Schloss besitze? Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, die ganze Sache zu vergessen, den Fall abzuschließen. Nur dazu muss ich dem Richter etwas Eindeutiges vorlegen. Ist das eine höfliche Bitte um ein Geständnis? Sind Sie noch zu retten? Nein, nein, du verstehst das falsch. Die Sache mit Tom und diesem Phil ist schon mal ein guter Anfang. Außerdem hat Murray seine Aussage korrigiert und dir ein Alibi für den Mord an Miss Valley gegeben. Scheint dich ja sehr zu mögen, der Typ. Aber es gibt doch noch diesen Louis und diese Angelina. Sie gelten zwar als vermisst, aber auch ein Vermisster kann ein Täter sein. Jetzt klar? Na, endlich sprechen wir dieselbe Sprache. Was ist nun mit Miss Valleys Haus? Haben Sie da was gefunden? Wir haben dort nur Fotos von dir und andere fallrelevante Dinge mitgenommen. Wenn du denkst, du findest dort etwas, was diesen Fall zum Abschluss bringen kann, lasse ich dich das Haus ansehen. Ach. Sind wir jetzt Partner? Was? So würde ich das nicht nennen. Hey, aber dieses Gespräch hat nie stattgefunden, klar? Zack wird dich begleiten. Ich will über alles informiert werden. Selbstverständlich, Herr Inspektor. Hat er denn jetzt gerade gesprochen? Wiedersehen. Wohlan, Milord. Milord? Milord und Milady. Eieiei. Ja, gut. Kommt er jetzt direkt mit? Nee. Gut. Und, das Haus von Miss Welly ist jetzt nochmal wo? Ah, wie geil. Steinkreis im Wald. Ach, guck mal, das haben wir aber jetzt. Aber alles andere können wir uns irgendwie nicht an... Ah, östlicher Sumpf. Jetzt können wir uns also doch hier über die Karte angucken. Schön, schön, schön. So. Vielleicht sollte ich doch mal nochmal mit Zack sprechen. Wo war denn das Haus von der Mann? Miss Welly. Kann ich kurz etwas fragen? Hm. Der Inspektor meinte, es wäre kein Problem, wenn ich mir das Haus von Miss Valley anschauen würde. Sie sollen allerdings mitgehen und aufpassen. Wenn er meint, ich hole eben die Schlüssel. Hm. Aha. Viel Spaß beim Suchen. Ja, sagen Sie Bescheid, wenn Sie gehen möchten. Ja, ich wollte doch sagen, das habe ich doch gar nicht auf der Karte gehabt. Ein Teppich, wie auffallend. Was haben Sie vor? Vielleicht gibt es eine geheime Falltür unter dem Teppich. So ein Blödsinn. Allerdings. Der guckt so viele Geschichten, der Kerl. So, was haben wir denn hier? Was? Ein Kamin. Ich glaube, in Willow Creek gibt es sowas wie Öl oder Gas einfach noch nicht. Ja. Geschirr im Folklore-Stil. Wir Experten sagen dazu bemalte Teller. Experten. Sie muss ihren Bruder sehr geliebt haben. Ja. Ein Schaukelstuhl aus Holz. Die Rückenlehne sieht nicht gerade bequem aus.
Okay. Was dagegen, wenn ich mir ein Stückchen Kohle mitnehme? Ich glaube, da hat niemand etwas dagegen. Ach, wie geil, dass wir uns hier in der Glasscheibe spiegeln. Miss Valleys Bruder, Vic. Sie hat ziemlich viele Bilder von ihm. Der arme ist aber Kleine. Auch kein Wunder. Sie war wie besessen von seinem Tod. Ja. Und vor allem von seinem Mörder. Samuel Gordon. Meinem Vater. Der kleine Vic. Alte Zeitungen und ein Buch mit englischen Kinderliedern. Das hilft mir nicht weiter. Knoblauch. Miss Valley hatte wohl nicht nur Angst vor den Gordons. Das hier könnte interessant sein. Miss Valleys Büchersammlung. Mal sehen. Englische Geschichte und Geschichten. Camelot und der Heilige Gral, von Wilhelm dem Eroberer bis zur Magna Carta. Mhm. Eine Mappe von einer Universität. Constable, darf ich mir die Mappe hier mal ansehen? Das sind alles nur Bücher über Wissenschaft. War das ein Ja? Von mir aus. Aber machen Sie nicht zu lang. Okay, mehr nicht? Zeitungsausschnitte über den Mord an Vic. Unvorstellbar, wie man ein Kind so brutal ermorden kann. Hm. Ein leerer Notizblock. Was machen Sie da? Ich wollte mir nur ein Blatt Papier nehmen, um mir Notizen zu machen. Mhm. Ein Blatt Papier. Bleiben Sie bitte hier unten. Was? Wieso? Vielleicht gibt es oben etwas Interessantes. Mm-mm. Miss Valley bewahrt all ihre Unterlagen hier unten auf. Wir haben oben bereits alles durchsucht und bis auf ein paar Fotos von ihrem Bruder Vic nichts gefunden. Na schön. Gut, dann soll es das wohl gewesen sein. Wir können noch mit ihm sprechen. Ich habe bestimmt etwas übersehen. Und ich denke, ich werde hier nicht so schnell wieder reinkommen. Gut, also können wir das wahrscheinlich nicht mitnehmen. Das heißt, wir müssen es uns angucken. Was haben wir denn da? Keine schwarze Kugel. Wenn ich Glück habe, hat sie noch keiner entdeckt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo dieses Hügelgrab genau liegt. Ja, Och, nee. Wie kann ich umblättern? Expedition, 6. Juli 1981. Unsere Gruppe untersuchte heute das Gebiet in Sektor 13. Wir fanden einen unversehrten und wahrscheinlich bisher von Grabräubern verschonten Tumulus. Der Eingang war noch mit einem für diese Bauart typischen Felsblock verschlossen. Es handelt sich bei dem Grab noch nachher bisherigen Erkenntnissen um einen... Was? Kotzwold. Was? Servern-Typ. Cotswold Servern-Typ. Okay, wie auch immer. Wir fanden die Überreste von 12 Personen, vermutlich Männer. Bei einigen fehlten Schädel, Knochen wurden umsortiert. Wir nehmen an, dass die Schädel noch während der Nutzung der Stätte für Rituale entfernt wurden. Wieso? Das bleibt zu klären. Die Position des Grabes haben wir auf der Karte markiert. Auf dem Grab vor... Grabräubern, was um das Grab vor Grabräubern zu schützen, wird diese Karte im Archiv der Universität eingelagert und ist nur autorisierten Personen zugänglich. Fundstücke und Proben zur Archivierung geschickt. 7 vollständige menschliche Skelette, 5 männliche Skelette ohne Schädel, 1 goldene Figur in Form eines Stiers, 2 goldene Tafeln, Schokolade, mit Hieroglyphen, 1 Probe Sandboden aus dem Grab. Außerdem eine Bodenprobe aus dem Sumpf und diverse kleinen Tierknochen der Umgebung. So, wie kann ich jetzt hier umblättern? Hä? Was? Was war das denn? Es muss in dieser Seminararbeit doch eindeutige Wörter geben, mit denen ich den genauen Ort bestimmen kann. Ich denke, 3 Wörter sollten reichen. Ja, danke für den Hinweis. Okay, wir können also was markieren. Aha. Gut, also mir kamen ja schon so einige Sachen bekannt vor, nämlich diese Kleintierknochen, die haben wir im Sumpf gesehen und ja.
Und was noch? Das Grab vor Grabern. Wir haben die Position des Grabes auf der Karte markiert. Ach, guck mal hier. Nee, lass mich mal. Das kenne ich. Das kenne ich. Und Hieroglyphen kenne ich auch, aber das ist Quatsch. Das vielleicht? Bodenprobe aus dem Sumpf. Davon gibt es nur einen hier. Ja. Mhm. Kleintierknochen sind bestimmt recht selten, das muss ich mir merken. Okay, also nur 2 von 3 richtig. Kleintierknochen im Sumpf. Also es deutet alles auf den Sumpf hin. Was könnte... Also Moment, hier. Sumpf, Kleintierknochen und... Knochenschädeln, Rituale, Kenntnissen... Bodenprobe aus dem Sumpf. Ja. Okay. Gab nichts Neues. Ein kleines Stückchen. Nein, das. Ach Mann! Was fehlt mir denn da jetzt? Fundstücke und Proben zur Archivierung geschickt. Sandboden. Der Sandboden vielleicht? Bodenprobe aus dem Sumpf. Davon gibt es nur einen hier. Mhm. Kleintierknochen sind bestimmt recht selten, das muss ich mir merken. Gut, immer nur die 2 Sachen. Das heißt, die 3. Sache fehlt mir. Verdammte Axtmann. Kleintierknochen, Sumpf. Vielleicht das Datum? Nee, das deutet ja nicht auf irgendeine Stelle. Bodenprobe aus dem... Ja. Auch wieder nicht. So ein Käse. Was ist denn mit unserer Gruppe? Untersucht heute das Gebiet in Sektor 13. Vielleicht hilft uns das weiter. Ah! Das Geräusch? Klang vielversprechend. Damit kann ich doch schon was anfangen. Ja. Sektor I3 im Sumpf. In der Nähe war ich schon, als ich die Portale gesucht habe. Und dort eine Stelle, an der viele Kleintierskelette liegen. Das muss sich doch finden lassen. Sehr schön. Was haben wir noch hier gehabt? Das Stück Kohle? Ein kleines Stückchen Holzkohle. Ja, das ist alles. Okay. Das haben wir schon. Was ist damit? Ein leeres Blatt Papier auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten kann ich einen schwachen Textabdruck erkennen. Ach. Leider nur erkennen, nicht lesen. Okay, dann... Ich weiß nicht, ich glaube, im zweiten Teil hatten wir das, glaube ich, auch gehabt, oder? Oder war das bei The Moment of Silence? Ich weiß es nicht, aber... Wo will er hin? Warum macht er das? Dieser Trick hat bisher immer funktioniert. Ja, eben, wollte ich doch sagen. Schön. Was steht da nun? Das muss der gleiche Brief sein wie der, den ich in der Hütte gefunden hatte. Ein bisschen kann man lesen. Falls es uns nicht gelingen sollte, das Übel... Unser Ziel verfehlt und der Orden nie existiert. Bereits Opfer gegeben? Das war nie meine Absicht. Wenn der Verfluchte also... Jetzt wird's sehr undeutlich. Darf keine Spur mehr zu uns führen. Verstehe. Da hatte Miss Valley wohl angekündigt, dass sich der Orden im Fall der Fälle auflösen soll. Das erklärt einiges. Tja, Freunde, und ich denke mal, das war's jetzt, oder? Ja, das war's. Was das so alles erklärt, hoffe ich, erfahren wir im nächsten Teil. Bis dahin. NRW bei 18. Adieu.